Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Mein Name, für die, die mich noch nicht kennen, Hans-Josef Helf, BVMW hier in Dresden. Dazu gibt es noch zwei. Hoppla. Jetzt hinter mir her, okay. Wenn Sie noch einen anderen Ansprechpartner heute suchen vom BVMW, dann darf ich die vielleicht gerade mal schnell vorstellen. Einmal vor, das ist mein Kollege Volker Helbig, Sven Kropke aus Bautzen. Und ganz hinten steht derjenige, der schuld ist, dass wir hier sind. Ja, ja. Der Gerd Steiner. Gerd Steiner ist aus dem Erzgebirge und hat diese Veranstaltung in der anderen Fahrt durchgeführt. Also die Idee kommt aus dem Gebirge, ist nicht von mir, ich habe sie gekupfert. Danke, lieber Gerd. Was ist die Idee dabei? Die Idee ist dabei, Unternehmer zu verknüpfen mit Ihnen, beziehungsweise mit dem, was Sie bieten können. Und Sie können, glaube ich, wenn ich das richtig begriffen habe, eine ganze Menge bieten, wenn ich allein die lange Liste lese, steht da schon einiges drüber. Dazu werden Sie uns gleich mehr erzählen. Herr Göttingen ist der Anstaltsleiter. Und damit danke ich mich ganz herzlich, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Sehr gerne. Ihre Anstalt. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Helf, für die Einführung, nachdem Sie dann schließlich auch zu uns gefunden haben. Wir haben ja jetzt etwas auf Sie gewartet. Das Tor war zu, die haben mich nicht reingelassen. Ja, ja. Ja, also, mein Name ist Göttingen, Herr Helf hat es schon gesagt, ich bin der Leiter der JVA Dresden. Herzlich willkommen in der JVA Dresden. Uns ist unser heutiger Unternehmertag ein wichtiges Anliegen, und zwar aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist Öffentlichkeitsarbeit und die Darstellung dessen, was hinter der hohen und geschlossenen Mauer der JVA Dresden stattfindet, ist uns sowieso immer ein wichtiges Anliegen. Wir haben ja zu dem Zweck auch in weniger als zwei Wochen am 9. November wieder einen Tag der offenen Tür, damit die Bevölkerung auch sehen kann, was jetzt hier stattfindet. Daran besteht immer ein reges Interesse, das ist nachvollziehbar und das wollen wir gerne befriedigen, und dazu dient natürlich auch eine Veranstaltung wie heute. Das zweite ist, wir wollen ja unsere Gefangenen auch sinnvoll beschäftigen, und deshalb haben wir auch ein Interesse daran, Arbeit anzubieten für unsere Gefangenen, und daher haben wir auch aus diesem Aspekt ein Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft. Deshalb freue ich mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Helf, Pass pro Toto für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Möchte begrüßen vom Justizministerium Herrn Eichler und Herrn Helmich. Und freue mich, dass also auch Sie als Vertreter und Vertreterin der mittelständischen Wirtschaft so rege heute zu uns gefunden haben. Und ich freue mich auch über das intensive plötzliche Interesse der Presse. Gestern waren es noch nicht so viele Presseorgane, die interessiert waren. Heute sind es plötzlich auf einen Schlag sehr viel mehr geworden. Sehr schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ja, die JVA Dresden ist die größte ostdeutsche Anstalt außerhalb Berlins. Wir haben 805 Haftplätze. Davon sind 769 Haftplätze im geschlossenen Vollzug, wo wir uns gerade befinden, und 36 Haftplätze im offenen Vollzug. Das ist das Gebäude, was Sie wahrscheinlich, das kleine, flache, weiße Gebäude, was Sie wahrscheinlich vom Parkplatz aus gesehen haben. Wir haben eine relativ moderate Belegung. Heute Morgen um 0 Uhr hatten wir 654 Gefangene. Das ist sehr auskömmlich. Das lässt auch Spielraum für Verlegung der Gefangenen innerhalb der Anstalt und sorgt dafür, dass nicht durch Überbelegung das Anstaltsklima übermäßig belastet wird. Wir sind zuständig für männliche, erwachsene Gefangene, und zwar alle Arten männlicher, erwachsener Gefangener, von Untersuchungsgefangenen über Ersatzfreiheitsstrafen von 5 Tagen bis hin zu Gefangenen mit lebenslanger Freiheitsstrafe und anschließend angeordneter Sicherungsverwahrung. Das insbesondere aus den Landgerichtsbezirken Chemnitz und Dresden. Zum Ablauf unserer heutigen Veranstaltung. Nachdem ich kurz darstelle, wie sich die Situation, was die Arbeit betrifft, in der JVA Dresden darstellt, würden wir gegen 14.45 Uhr
mit Ihnen hier über diesen Hof gehen, in das Gebäude, was Sie zu Ihrer Rechten erkennen können, was mit dem glitzernden Aufbau der B- und Entlüftungsanlage ein bisschen aussieht wie ein Guggenheim-Museum. Dort würden wir die Arbeitsbetriebe betrachten. Wir machen keinen geführten Rundgang. Sie können sich in dem Bereich frei bewegen. Zu dem Zweck sind die Gefangenen heute früher von der Arbeit abgelaufen. Seit 13 Uhr befinden die Gefangenen sich wieder in ihren Hafträumen. Die Hafträume der Gefangenen, die befinden sich weiter zur Linken. Das sind die drei grauen Gebäude, die sich links daneben befinden. Dort sind die Gefangenen jetzt in ihren Haftbereichen untergebracht. Die Arbeitsstätten sind geöffnet, mit Ausnahme der Unternehmerbetriebe, derjenigen Unternehmen, die nicht damit einverstanden gewesen sind, dass jetzt die Öffentlichkeit Zugang zu ihren Betrieben hat. Sie sehen also, wenn Sie sich entscheiden sollten, als Unternehmer in unserer Anstalt arbeiten zu lassen, dann können Sie sich auch auf unsere Diskretion verlassen. In allen Betrieben wird ein aussagefähiger Bediensteter, zumeist der Betriebsleiter, zur Verfügung stehen und Ihre Fragen beantworten. Ungefähr um 15.45 Uhr würden wir uns wieder von dort zurückbewegen, hier in den Verwaltungsbereich. Und dort haben wir, wo Sie eben schon Ihre Mäntel aufgehängt haben, haben wir einen kleinen Imbiss vorbereitet und dort besteht die Möglichkeit zur Führung individueller Gespräche. Wie ich schon gesagt habe, sind unsere Arbeits- und Ausbildungsbereiche in dem Haus E, in dem Gebäude mit dem glänzenden Aufbau untergebracht. Das Gebäude hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. Angeschlossen findet sich eine Lagerhalle in einer Größe von 300 Quadratmetern. Auf dieser Fläche sind insgesamt 10 Eigenbetriebe untergebracht und 5 Unternehmerbetriebe. Die namhaftesten Eigenbetriebe sind eine Tischlerei, die Vollholz- und Plattenmaterial verarbeitet und zumeist Sonderanfertigungen in wirklich guter Qualität herstellt. Wir haben eine Schlosserei, die Lohnarbeiten für Firmen und Arbeiten im Kleinstahlbau vornimmt. Wir haben einen Kfz-Betrieb, der repariert, führt Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch und Kfz-Pflegeleistungen. Wir haben eine Polsterei, in der wir Büro-Dreh- und Besucherstühle neu anfertigen und Sitzmöbel aller Art reparieren. Die Betriebe, die ich genannt habe, die sind alle seit 2012 nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Wir produzieren Lebensmittel für den Eigenbedarf, Brot- und Backwaren und Fleisch- und Wurstwaren und versorgen nicht nur die Gefangenen aus der JVA Dresden, sondern auch 2300 Gefangene insgesamt aus der JVA Dresden und aus umliegenden Anstalten. Wir haben einen Garten- und Landschaftsbau, der pflegt unser Innengelände sowie verschiedene Standorte im Stadtgebiet Dresden und wir haben eine Anstaltswäscherei. An Unternehmerbetrieben haben wir, ohne dass ich jetzt, ich habe es ja gesagt, sagen würde, wer das jetzt ist, Unternehmerbetriebe, die für die Automobilzulieferindustrie arbeiten, für die Verpackungsindustrie, Orthopädie und Medizintechnik, Bekleidungsindustrie, für den Vertrieb von Presseerzeugnissen und wir haben zahlreiche berufliche Aus- und Fortbildungsangebote. Wir haben eine vollständige Lehrausbildung zum Bäcker. Wir haben ESF-geförderte Maßnahmen durch externe Bildungsträger im Berufsfeld Bau, als Fachkraft für Metalltechnik, als Betriebsinformatiker und ein sozialpädagogisches Projekt in diesem Zusammenhang. Außerdem haben wir arbeitstherapeutische Maßnahmen und Arbeitstraining, um Gefangene an die Arbeitsfähigkeit und dann an die tatsächliche Tätigkeit in Arbeitsbetrieben heranzuführen. Wir haben etwa die Hälfte unserer Gefangenen regelmäßig beschäftigt mit den genannten Maßnahmen. Wir erzielen mit den Dienstleistungen und Produkten, die wir herstellen, etwa 2 Millionen Euro Jahresumsatz. Für uns wäre es jetzt ein besonderes Ziel dieser Veranstaltung, wenn wir, das zeigen wir Ihnen gleich, eine Arbeitshalle, die vor kurzem frei geworden ist, eine Fläche von 260 Quadratmeter hat und zusätzliche Lagerflächen von 80 Quadratmetern, wenn wir die jetzt mit Ihrer Hilfe einer neuen Nutzung zuführen könnten. Und also insbesondere davon können Sie sich natürlich dann auch jetzt überzeugen bei dem Rundgang. Wenn das jetzt das Ergebnis
wäre über die Öffentlichkeitsarbeit hinaus, dann wäre ich besonders froh. Ich bin aber auch so schon froh, dass Sie da sind. Und heiße Sie nochmal ganz herzlich willkommen. Herr Eichler. Vielen Dank, Herr Göttingen, für die informative Einführung. Und viele Sachen werden sich vielleicht auch wiederholen. Da kann ich halt dann vorspulen bei unserem Vortrag. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und den Unternehmertag hier durchführen können. Vielen Dank an Sie, Herr Göttingen, und Ihre Mitarbeiter, die uns tatkräftig unterstützt haben bei der Organisation. Vielen Dank an Herrn Helf und Herrn Steiner, dass der Kontakt hergestellt werden konnte zwischen der Unternehmerschaft und dem Justizvollzug. Im Justizvollzug haben wir zwei große Ziele, steht im Gesetz so drin. Das erste große Ziel ist Resozialisierung, also die Gefangenen auf ein Leben in der Freiheit vorzubereiten, ohne dass sie dort weitere Straftaten begehen. Das ist das große Ziel des Justizvollzugs, und das zweite große Ziel ist Schutz der Bevölkerung vor weiteren Straftaten. Nach unserer Überzeugung und nach unseren Erkenntnissen ist ein ganz wichtiger Baustein bei dem Resozialisierungsgedanken der Aspekt Arbeit, dass also ein geregelter Tagesablauf wieder eingeführt wird bei den Gefangenen, dass Beschäftigung gibt, die sinnvoll ist und dadurch auch ausfüllend ist. Also wir haben die Erkenntnisse, dass das sich positiv auswirkt auf spätere Straffreiheit von Gefangenen. Ich möchte Ihnen kurz zusammen mit meinem Kollegen Herrn Eichler einen kurzen Crashkurs zur Arbeits- und Ausbildungslandschaft im Justizvollzug. So sieht unsere Justizvollzugslandschaft in Sachsen aus. Wir haben 10 Punkte, sehen Sie da, das sind 9 Justizvollzugsanstalten und eine Jugendstrafanstalt, schön verteilt über den schönen Freistaat Sachsen. Jede Anstalt hat ihre Besonderheit. Das sind kleine innerstädtische Anstalten, Görlitz und Zwickau zum Beispiel. In Chemnitz ist die Besonderheit, dass dort nur Frauen untergebracht sind, aus Sachsen und aus Thüringen. Bautzen ist eine große Anstalt mit Strafhaft in einer leistungsfähigen Möbeltischlerei. Dresden ist auch schon vorgestellt worden von Herrn Göttingen, kommen wir auch noch dazu. Waldheim ist die älteste Justizvollzugsanstalt Deutschlands sogar. Für uns ist das aber eine Art ganz moderne Justizvollzugsanstalt. Dort gibt es nämlich NSM. Das ist ein betriebswirtschaftliches Abrechnungssystem, was nur Waldheim hat im Justizvollzug. Also das ist sowas, was Sie haben in der Wirtschaft. Also doppelte Buchführung, die Bilanzen, Gewinn und Verlust, all das hat Waldheim. Haben wir sonst in den anderen Behörden, also auch andere Behörden, nicht nur Justizvollzugsanstalten, haben das nicht. Die arbeiten nach dem kameralen Haushaltssystem, mit dem ich Sie jetzt nicht langweilen möchte. Leipzig ist eine große Untersuchungshaftanstalt, da gibt es nicht so viele Arbeitsbetriebe. Es liegt an der Untersuchungshaft, die ja nur meistens nur vorübergehend ist. Torgau wird gerade umgebaut. Zeithain konnte gesichert werden, der Standort zumindest. Für eine gewisse Dauer haben Sie vielleicht in der Presse verfolgt. Und in Zwickau, haben Sie vielleicht auch gelesen, wird demnächst hoffentlich eine große neue Anstalt gebaut werden, zusammen mit dem Freistaat Thüringen. Sie haben auch schon von Herrn Göttingen gehört, dass es verschiedene Betriebe gibt im Justizvollzug. Das sind zunächst Wirtschaftsbetriebe, als Beispiel ganz einfach die Küche. Das ist ein Betrieb, der die Justizvollzugsanstalt selbst versorgt mit Essen. Oder eine Wäscherei, die die Anstaltswäsche wäscht. Also Betriebe, die für den Justizvollzug, ausschließlich für den Justizvollzug arbeiten. Dann gibt es Eigenbetriebe, als Beispiel die Tischlerei zum Beispiel, die produziert sowohl für den Justizvollzug, also Haftraummöbel zum Beispiel oder Büromöbel hier in der Verwaltung, aber auch für auswärtige Auftraggeber, Privatkunden oder andere Unternehmen oder andere Behörden, zum Beispiel Gerichte, auch von anderen Bundesländern. Das sind Eigenbetriebe, also Betriebe der JVA, eingerichtet mit Haushaltsmitteln des Freistaates Sachsen. Für Sie vielleicht am interessantesten sind die Unternehmerbetriebe. Das sind Betriebe, da kommt ein Unternehmen von außerhalb in die JVA und bringt die Produktionsmittel ein, also Maschinen, Materialien, Werkzeuge, und die JVA stellt dem Unternehmen Arbeitskräfte zur Verfügung. Das sind unsere Gefangenen, geeignete Gefangenen natürlich. Der Unternehmer und das Unternehmen leitet die Gefangenen fachlich an, und die Bediensteten der JVA kümmern sich um die Sicherheit.
Das ist ein Unternehmerbetrieb. Dort können verschiedene Tätigkeiten durchgeführt werden, also können Unternehmen verschiedene Tätigkeiten durchführen lassen. Es sind zumeist einfache Tätigkeiten, die die Gefangenen in der Lage sind auszuführen. Die sind oft schlecht qualifiziert und haben verschiedene Probleme, die ich dann auch noch ausführen kann. Deswegen sind die Tätigkeiten meistens Bearbeitungstätigkeiten, Verpackungstätigkeiten, es werden Produkte montiert oder konfektioniert. Also Tätigkeiten, die einfach sind, die oft auch monoton sind, aber trotzdem Arbeitskraft binden. Deswegen ist diese Kooperationsmöglichkeit für die Unternehmen oft attraktiv, dass sie das outsourcen können und in der JVA durchführen lassen können. Wenn Sie dazu Fragen haben, wie das genau im Detail geht, können wir Ihnen die auch später beantworten. Also es muss ein Vertrag geschlossen werden zwischen dem Unternehmen und der JVA. Gibt es eine Verwaltungsvorschrift dazu. Und so sieht unsere Beschäftigungssituation aus. Das ist der Gesamtgefangenenbestand im Freistaat Sachsen derzeit, also relativ moderat. Davon sind knapp 1200 in einem Beschäftigungsverhältnis. So ist das verteilt auf die verschiedenen Betriebe. Leider nur 194 derzeit in Unternehmerbetrieben. Und Bildungsmaßnahmen zählen auch als Beschäftigung, sodass wir insgesamt auf eine Beschäftigungsquote kommen, die so zwischen 50% und 60% immer pendelt. Also wir haben keine Vollbeschäftigung im Justizvollzug. Das liegt an verschiedenen Ursachen. Es liegt nicht daran, dass es keine Arbeitspflicht mehr gibt in sächsischen Gefängnissen. Ich weiß nicht, ob Sie das überrascht, aber es besteht keine Arbeitspflicht in sächsischen Gefängnissen. Andere Bundesländer haben das anders geregelt. Das ist hier abgeschafft worden. Trotzdem haben wir lange Wartelisten von Gefangenen, die arbeiten möchten. Und wir sind leider nicht in der Lage, jedem arbeitswilligen Gefangenen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Also so sieht unsere Situation aus im Justizvollzug. Als Kuchendiagramm sieht man es nochmal etwas plastischer. Hier haben wir mal die Beschäftigung in Unternehmerbetrieben, seit wir die Daten erfassen, nämlich wenn man sie unten erkennen kann, ist ein bisschen klein, seit 96 mal dargestellt. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, diese Kurve, das waren andere Zeiten in den 90er Jahren und in den Müller-Jahren, das waren ganz andere Gefangenenzahlen, deswegen täuscht das ein bisschen die Dramatik, also ist übertrieben. Trotzdem geht diese Kurve nach unten, wie Sie sehen. Das ist auch ein Grund, warum wir die Veranstaltung heute durchführen wollen. Also uns liegt es am Herzen, dass hier vielleicht etwas mehr Engagement oder mehr Kooperation zustande kommen kann, um diese Zahl da zu erhöhen. Wie Herr Gagnon schon gesagt hat, ist es unser Interesse, den Gefangenen da eine stabile Arbeit zur Verfügung zu stellen. So sieht es aus. In Dresden sind wir gerade. Herr Gagnon hat schon viel gesagt, da kann ich ein bisschen vorspielen. Die größte und modernste JVA in Sachsen ist das. Und natürlich die beste JVA, sage ich jetzt. So ist es. Moderat belegt, die Zahlen von Herrn Göckenjörn waren aktueller. 317 Gefangene sind in Arbeit. Die Eigenbetriebe sind auch, glaube ich, die hier auftauchen, die wir dann uns anschauen werden. Natürlich neben dem Bereich für die Unternehmerbetriebe, wo auch diese freie Halle ist, die Herr Göckenjörn erwähnt hat. Garten- und Landschaftsbau wird auch außerhalb der JVA tätig. Das sind dann Gefangene, die sich in dem offenen Vollzug befinden, den Herr Göckenjörn schon erwähnt hat. Das sind natürlich nur wenige Gefangene und es sind auch besondere Gefangene, also die dafür geeignet sind. Bei diesen Gefangenen ist auch noch die Besonderheit, manche von denen haben auch ein normales, sage ich jetzt mal, Beschäftigungsverhältnis mit Unternehmen, auch außerhalb der JVA. Denn in einem Unternehmerbetrieb, den ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, besteht kein Arbeitsvertrag weder zwischen dem Unternehmen und dem Gefangenen, noch zwischen dem Gefangenen und der JVA. Das ist ja kein normales Arbeitsverhältnis, ein öffentlich-rechtliches Verhältnis. Also es geht nicht um Austausch von Arbeit und Lohn, sondern es geht um diesen Resozialisierungsgedanken. Also der Gefangene hat keinen Arbeitsvertrag. Der normale Gefangene im geschlossenen Vollzug, der im offenen Vollzug, der kann einen haben. Das ist eine Frage vielleicht, die noch kommt. Es gibt hier noch den zentralen Broschürenversand in Dresden als Eigenbetrieb.
Das sind also diese Flyer, die Sie vielleicht kennen von den verschiedenen Ministerien. Kann man sich im Internet bestellen. Die sind hier also zentral gelagert und werden von hier aus zentral versandt, wenn Bürger daran Interesse haben. Gut, zur JVA selbst auch schon viel gesagt worden. Ich hoffe, Sie sind alle gut hergekommen, so Sie nicht aus Dresden kommen. Also verkehrstechnisch ganz gut gelegen. Man kann auch mit LKW hier anliefern lassen. 12 Auftraggeber für die Unternehmerbetriebe. Haben wir schon erwähnt. Die Arbeitsräume sehen wir dann. Die sind gut ausgelastet. Diese kleine Halle, wie gesagt, ist noch frei. Herr Herre als Leiter der Arbeitsverwaltung der JVA Dresden ist aber auch in der Lage, da flexibel auf Bedürfnisse und Wünsche zu reagieren. Die sind modern ausgestattet mit Stromschienensystem. Stromanschluss ist da, Druckluftanschluss. Man könnte auch andere Formen der Kooperation in Erwägung ziehen. Man kann also auch die Eigenbetriebe in der JVA Dresden beauftragen mit einzelnen Teilanfertigungen. Zum Beispiel gibt es eine Kooperation zwischen der Tischlerei und auch den Hellerauer Werkstätten hier aus Dresden. Zu den beruflichen Bildungsmaßnahmen wird Herr Eichler dann noch was sagen. Herr Göttingen hat sie auch schon erwähnt. Nur noch als Ergänzung, falls jemand sich mit dem Gedanken regt, in größeren Umfang sich zu engagieren im Justizvollzug, was wir natürlich begrüßen würden, hier noch mal kurz eine Visualisierung der schon erwähnten geplanten neuen JVA in Zwickau-Marienthal. So soll sie mal aussehen. So Gott will, wird sie auch dann fertig werden. 2024 ist es derzeit vorgesehen. Ich hoffe nicht, dass es sich so hinzieht wie beim BER. Aber wenn die öffentliche Hand baut, kann man nie wissen. Also das liegt in den Händen des Finanzministeriums, der Bau selbst. Wenn man sich dort engagieren möchte, macht es durchaus Sinn, das auch frühzeitig zu tun, weil dort besteht die Möglichkeit, dass man auch baulich noch auf Bedürfnisse von Unternehmen reagieren kann. Das ist eine Luxussituation, die wir sonst nicht haben im Justizvollzug. Also dort sind Werkhallen eingeplant. Also wie Sie sehen, ist es dann auch die größte, dann ist nicht mehr Dresden die größte Haftanstalt in Sachsen. Aber das ist mit Thüringen zusammen. 450 Haftplätze sind für Sachsen, 73 für Thüringen. Es sind also verschiedene Werkhallen schon geplant für Unternehmerbetriebe, die sind aber leer geplant. Also da ist nichts Spezielles drin. Wenn es jemanden gibt, der sich für diesen Raum interessiert, dort besteht die Möglichkeit, sich zu engagieren. Herr Eichler wird jetzt die Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Herr Helmich hat es schon angesprochen, Arbeit im Justizvollzug ist freiwillig und das gilt natürlich auch für die wesentlichen, auch für die schulische und die berufliche Ausbildung. Auch da besteht grundsätzlich jetzt kein Zwang, diese Ausbildung aufzunehmen, eine schulische oder eine berufliche Ausbildung, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn der Justizvollzug entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten und entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten vorhält. Warum ist das so? Auch das ist schon mehrfach angesprochen worden. Bildung im Allgemeinen ist natürlich der wesentliche Baustein, um später die Integration des Gefangenen in die Gesellschaft voranzubringen, diese zu gestalten. Als wesentlicher Kern des Ganzen, das hat Herr Göppingen auch in seiner Vorrede auch schon sehr plastisch dargestellt und auch Herr Helmich im Zusammenhang mit der Arbeit. Es geht also letztlich um Resozialisierung des Gefangenen. Und da ist eben halt die Arbeit bzw. halt die schulische und die berufliche Ausbildung auch ein wesentlicher Kern. Warum ist das so? Weil der Gefangene natürlich dann durch seine erfolgreiche Reintegrierung in die Gesellschaft, auch wieder am gesellschaftlichen Leben, halt teilnimmt, und zwar als wertvolles Mitglied, dem man regelmäßig Einkommen erzielt, ist also nicht mehr von Sozialhilfe abhängig. Er hat seinen Tagesablauf strukturiert, auch das ist schon angesprochen worden, und er empfängt soziale Anerkennung. Das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt, den man nicht oft genug betonen kann. Jetzt ist es allerdings so, dass bei Weitem nicht alle Gefangenen, die im Justizvollzug aufschlagen und die Haft antreten müssen, diese Voraussetzungen mitbringen, um in Arbeit zu gehen oder eine entsprechende Ausbildung zu beginnen. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Das hat mit den psychischen Auffälligkeiten von bestimmten Gefangenen zu tun, die sich jetzt, wie man spürt, in den letzten Jahren durchaus häufen. Das hat mit sprachlichen Defiziten zu tun. Das hat zum Teil auch mit einer vorangegangenen Drogendelinquenz zu tun, die sich auch vermehrt im Justizvollzug zeigen. Oder eben halt mit dem
allgemein geringeren Bildungsniveau. Und daraus erwächst sozusagen die Konsequenz für die jeweiligen Anstalten. Und bezogen auf die einzelnen Klientel, die es in diesen Anstalten halt gibt, die dort untergebracht sind, ein bedarfsorientiertes und maßgeschneidertes Angebot zusammenzustellen. Und dieses Angebot muss sich natürlich orientieren, in erster Linie an dem speziellen Klientel, was ich schon beschrieben habe, und zu anderen aber auch an den besonderen Bedingungen, die der wechselnde und sich wandelnde Arbeitsmarkt darstellt und mit sich bringt. Und aus diesem Grund sehen die Vollzugsgesetze auch eine ganze Reihe von entsprechenden Maßnahmen vor, die vorgehalten werden können, um die Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit der Gefangenen sicherzustellen. Und zu diesem Maßnahmenportfolio gehören neben schulischen Maßnahmen auch die beruflichen Bildungsmaßnahmen, zu denen ich gleich was sagen werde, und darüber hinaus noch die niederschwelligen Maßnahmen, zu denen ich ganz zum Schluss noch ein paar Worte verlieren möchte. Sie sehen hier eine Auflistung der Justizvollzugsanstalten, in denen schulische Bildung stattfindet. Das sind nicht alle. In Sachsen gibt es ja 10 Justizvollzugsanstalten bzw. 9 und eine Jugendstrafvollzugsanstalt, nämlich die Jugendstrafvollzugsanstalt in Regis-Breitingen. Bautzen, Chemnitz, Dresden, Regis-Breitingen und Torgau sind die Schulstandorte. In jedem Schulstandort wird ein Hauptschulkurs angeboten. Darüber hinaus wird in der JSA in Regis-Breitingen, in der JVA in Dresden jeweils noch ein Realschulkurs angeboten. Und darüber hinaus, das hängt mit den Besonderheiten der Anstalten in der JVA in Chemnitz bzw. der JSA zusammen, noch 2 berufsvorbereitende Jahreskurse. BVJ, die Abkürzung, was heißt das, also berufsvorbereitendes Jahr, richtet sich in erster Linie an Schulabgänger ohne einen entsprechenden Hauptschulabschluss bzw. mit einem sehr schlechten Hauptschulabschluss. Die Absolvierung eines berufsvorbereitenden Jahres hat den Vorteil, dass die Gefangenen, die diesen absolvieren, den späteren Einstieg in den Beruf auf jeden Fall leichter bewerkstelligen können, als die, die sie am BVJ nicht gemacht haben. Denn im Rahmen eines BVJ besteht die Möglichkeit, einen Hauptschulabschluss nachzumachen. Beziehungsweise haben die Gefangenen die Möglichkeit, dort in 3 Berufsfelder hineinzuschnuppern und dort entsprechende berufstheoretische und auch berufspraktische Erfahrungen zu sammeln, die sie dann mit einer entsprechenden Abschlussprüfung dann auch dokumentiert bekommen können. Der Vollständigkeit halber, das geht jetzt aus der Übersicht nicht hervor, sei noch erwähnt, dass es auch die Möglichkeit gibt, im sächsischen Justizvollzug einen Abitur abzulegen. Beziehungsweise muss man etwas genauer sein, also Sachsen hat mit Thüringen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, auf deren Grundlage können bis zu 3 Gefangene im Jahr in die JVA nach Untermaßfeld, das ist in Thüringen, verlegt werden und die können dort dann finanziert durch den Freistaat Sachsen ihr Abitur ablegen. Also die entsprechende Ausbildung machen, schulische Ausbildung absolvieren und dann ihr Abitur ablegen. Und es ist auch möglich, ein Fernabitur abzuschließen, ein Fernabitur zu machen. Das allerdings ist kostenpflichtig und kostenintensiv, deswegen wird es relativ wenig in den Anstalten auch genutzt. Allerdings haben die Gefangenen auch die Möglichkeit, Ausbildungsbeihilfe in diesem Zusammenhang zu beantragen und so vielleicht dieses Fernstudium zu finanzieren. Ja, zur beruflichen Ausbildung vielleicht vorab noch, dass eine berufliche Ausbildung, also eine Ausbildung, die letztlich dann auch zu einem entsprechenden Berufsabschluss führt, nicht unter 2 Jahren möglich ist. Also eine berufliche Ausbildung dauert mindestens 2 Jahre, kann bis zu 3 Jahren dauern. Und eine berufliche Ausbildung, die mit einem Berufsabschluss versehen ist, die kann man weiter unterteilen in Vollausbildung, wie sie zum Beispiel in der JVA in Bautzen stattfindet, nämlich im Rahmen der Ausbildung zum Tischler, oder eben halt als eine Umschulung, weil sich die Umschulung zum Bäcker, wie hier Herr Güngern hat es auch schon angesprochen, in der JVA in Dresden, vor allen Dingen halt an Gefangene richtet, die bereits eine Berufsausbildung haben, sich aber umorientieren wollen. Ganz anders ist es bei der Vollausbildung, beispielsweise in der JVA in Bautzen zum Tischler. Dort ist es so, dass sich dieses Angebot an Gefangene in erster Linie richtet, die bislang überhaupt noch gar keine Berufsausbildung haben. Das Gros der Berufsbildungsmaßnahmen findet allerdings hier in diesem Bereich statt.
Das ist überschrieben mit modulare Qualifizierungsmaßnahmen über die ISF-Richtlinie Qualifizierung. Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, diese modulare Qualifizierungsmaßnahme ist letztlich auch nur eine Berufsausbildung, die in verschiedene Einheiten gegliedert ist, also in einzelne Qualifizierungseinheiten, wenn Sie so wollen. Nicht in einem Stück als dreijährige Ausbildung beispielsweise, sondern eben halt im Rahmen von einzelnen Modulen, die dann von dem jeweiligen Gefangenen absolviert werden kann. Er muss also nicht die gesamte Ausbildung auf einen Schlag absolvieren, sondern er kann, wie hier auch in der PowerPoint-Folie zu sehen ist, diesen modularen Aufbau wählen. Und dann ist auch ein individueller Einstieg entsprechend möglich. Es ist auch nicht zwingend, dass ein Gefangener sozusagen alle Module dieses Ausbildungsjahrgangs oder dieses Ausbildungsganges entsprechend absolviert. Er kann also auch nur Teile absolvieren, und wenn er dann entsprechend entlassen wird, bevor er alle Berufsausbildungsteile durchlaufen hat, dann kann er diese Ausbildung auch außerhalb des Justizvollzugs fortsetzen. Das ist also ein wesentlicher Vorteil, und das ist auch genau der Grund, warum der wesentliche Teil der beruflichen Bildung im Justizvollzug sich genau in diesen Bereichen, nämlich bei der beruflichen Qualifizierung im Rahmen dieser ESF-Richtlinie abspielt. Modulare Ausbildung bedeutet also, der Gefangene muss nicht eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Er kann das natürlich, und es sollte auch das Ziel sein, aber im Regelfall wird es nicht möglich sein, weil die allermeisten Gefangenen nicht so lange im Justizvollzug sind, dass sie diese dreijährige Ausbildung halt durchlaufen können. Und deswegen wird dieses Modell sehr häufig in der beruflichen Ausbildung eingesetzt und bildet auch sozusagen den Schwerpunkt der beruflichen Ausbildung. Nochmal ein kleiner Sprung zurück. Es gibt derzeit aktuell 36 berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, die werden von entsprechenden Bildungsträgern angeboten. Also diese Bildungsträger werden halt durch das Justizministerium gesucht in einem Auswahlverfahren. Da gibt es gewisse Vorgaben. Diesen Vorgaben müssen diese Bildungsträger, bevor sie ausgewählt werden, noch entsprechen. Da wird zum Beispiel vorgegeben, dass eine bestimmte Bildungsrichtung, ein bestimmtes Berufsfeld abgedeckt werden muss und bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Und die Bildungsträger machen dann entsprechende Angebote, bekommen dann irgendwann einen Zuschlag. Und wenn sie den Zuschlag bekommen, dann bieten sie diese Ausbildung in der jeweiligen Anstalt an. Und die Gefangenen haben die Möglichkeit, eben halt im Rahmen dieser modularen Ausbildung auch dann, wenn sie genug Zeit mitbringen, einen entsprechenden Abschluss zu absolvieren. Ich komme mal mit. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch ein paar Sachen ergänzen, nur der Vollständigkeit halber. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch niederschwellige Maßnahmen gibt. Diese niederschwelligen Maßnahmen dienen, Herr Kringen hat es auch schon angesprochen, im Rahmen der Arbeitstherapie, arbeitstherapeutischen Maßnahmen und des Arbeitstrainings und auch der sozialpädagogischen Maßnahmen, die letztlich dazu dienen, Gefangene, die noch nicht bereit sind, eine Arbeit aufzunehmen, beziehungsweise die auch noch nicht ausbildungsbereit sind, also die entsprechende Voraussetzung für eine entsprechende Ausbildung noch gar nicht mitbringen, an diese Maßnahmen heranzuführen, sie entsprechend vorzubereiten. Und dazu dienen diese sozialpädagogischen Arbeitstrainings, arbeitstherapeutischen Maßnahmen, genauso wie es eine besondere niederschwellige Maßnahme darstellt, wie es auch in allen Anstalten gibt, nämlich das sogenannte Übergangsmanagement. Das Übergangsmanagement ist auch eine Maßnahme, die von Bildungsträgern oder von externen Trägern angeboten wird und bewirkt letztlich oder soll bewirken, dass die Gefangenen auf dem Weg in die Entlassung, in die Freiheit von Sozialarbeitern und entsprechend geschulten Mitarbeitern begleitet werden. Dieses Übergangsmanagement beginnt etwa 4 Monate vor der Haftentlassung und kann bis zu 8 Wochen nach der Haftentlassung fortgeführt werden, je nach entsprechendem Bedarf. Und die Kollegen und Mitarbeiter des Übergangsmanagements begleiten sozusagen die Gefangenen bei der Sicherung, der Beantragung entsprechender Grundversorgungen oder bei der Suche von Wohnraum oder bei der Beantragung von entsprechenden Krankenkassenleistungen. Die letzte Sache, die ich in diesem Zusammenhang noch ganz gern thematisieren würde und ansprechen möchte, ist, das ist auch schon angesprochen worden, der Wunsch,
das nicht nur im Bereich der Arbeitsmaßnahmen, sondern auch im Bereich der Ausbildung, der Bildungsmaßnahmen, es durchaus den Wunsch gibt, hier enger mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir sind noch ein Stück weit davon entfernt, dass das Wirklichkeit wird, aber es wäre natürlich der Idealfall, oder sagen wir mal so, der Königsfall, der wünschenswert, wenn es gelänge, Unternehmen, also Sie oder vielleicht sogar den Verband der sächsischen Unternehmen der Wirtschaft dazu zu gewinnen, Unternehmen in die Anstalten zu bringen und dort eine entsprechende eigene Ausbildung anzubieten. Mit dem Ziel, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft gedacht, sich die Arbeitskräfte von morgen selber heranzubilden, auszubilden und dann vielleicht sogar später nach der Haftentlassung den eigenen Betrieb zu übernehmen. Das wäre ein Idealbild, eine Idealvorstellung. Vielleicht haben wir heute Gelegenheit, darüber mal in das Gespräch zu kommen. Gut, das wäre es. Das ist natürlich ein schöner Blick in die Zukunft. Mir liegt noch ein Aspekt am Herzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns als Partner wahrnehmen und nicht als Konkurrenten. Dieser Aspekt wurde zumindest in der Vergangenheit öfters mal angesprochen. Unser vorrangiges Ziel ist dieser Resozialisierungsgedanke. Wir sind der Staat, wir sind nicht ein Unternehmen, was jetzt Gewinn erzielen will, auf Teufel komm raus, sondern dieses Resozialisierungsgedanke ist das, was unser Handeln trägt im Justizvollzug. Die Einnahmen, 2 Millionen, das hört sich gut an, das sind aber nicht das ist kein realer Gewinn. Also der ganze Arbeitsaufwand von den Bediensteten, der dahinter steht, oder dass man die Gefangenen erst dazu therapiert hat oder hingeführt hat, dass er wieder arbeiten kann, der ist also nicht eingerechnet. Ne? Und diese 2 Millionen, die fließen auch zurück in den Staatshaushalt und kommen also letzten Endes dem Steuerzahler wieder zugute. Das ist das, worum es uns geht, diese sinnvolle Beschäftigung zu erreichen. Wir produzieren auch wirklich in erster Linie für uns selbst. Also wir sehen die Betriebe, die da tätig sind, die Haftraumtüren in der JVA Waldheim, die werden halt für unsere Justizvollzugsanstalten produziert oder die Nähereien. Die Nähereien Torgau ist das, die zum Beispiel die Gefangenenkleidung. Unsere Arbeitskräfte sind auch keine Konkurrenz zu Ihren Arbeitskräften. Die kann man nicht vergleichen, die Sie haben, Ihre Fachkräfte. Das sind, muss man sich immer bewusst machen, das sind Gefangene und die sind nicht ohne Grund im Gefängnis. Ne? Die haben eine Geschichte, da ist in ihrem Leben mächtig was schiefgegangen. Die haben eine oft Drogenproblematiken, die Gesundheitsproblematiken nach sich ziehen. Die sind also in ihrer Arbeitskraft eingeschränkt und auch in der Qualität des Arbeitsergebnisses. Es ist also keine Konkurrenz für eine ausgebildete Fachkraft draußen. Ja, das ist was ganz anderes. Sie sind in der Lage, halt diese einfachen Tätigkeiten, die ich schon genannt habe, durchzuführen. Die Betriebe sind relativ klein, also die Stückzahlen, die dann wirklich auf dem Markt erscheinen, sind oft gering, mit einer Ausnahme. Das ist die Möbeltischlerei in Bautzen. Ansonsten sind auch unsere Betriebe nicht mit Betrieben in der freien Wirtschaft zu vergleichen, was jetzt die Möglichkeiten der Erweiterung angeht. Es ist nach wie vor ein Gefängnis, die Immobilie ist beschränkt, die Platzverhältnisse sind beschränkt. Das kann man, also man kann das kaum erweitern, so ein Betrieb. Personalauswahl, also wie gesagt, unsere Arbeitskräfte können wir uns nicht aussuchen, sondern die sind da. Also es gibt, ein Richter kann das nicht einbeziehen in seinem Urteil, wenn jetzt der Angeklagte zufällig eine Tischlerausbildung hat, dass der dann halt 5 Jahre kriegt statt nur 2 Jahre, damit er halt die Tischlerei unterstützen kann in Dresden. Also wir müssen mit den Gefangenen arbeiten, die da sind. Auch was Investitionen angeht, durch das Haushaltsplanungssystem 2 Jahre im Voraus, auch das Rechnungswesen, abgesehen jetzt mal von Waldheim, die sind da etwas moderner aufgestellt, oder was Marketing angeht, sind wir keine Konkurrenten. Mit Ihnen wollen wir auch nicht sein. Ein anderer Aspekt, hoffe ich, hat vielleicht bei Ihnen eine Rolle gespielt, hier heute vorbeizukommen. Dass ein Engagement und eine Kooperation mit dem Justizvollzug ist noch mehr als bloß jetzt Gesichtspunkte der Effektivität oder betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte, dass man da was auslagern kann, was sich vielleicht auch wirtschaftlich lohnt, sondern ein Engagement im Justizvollzug ist auch ein soziales Engagement. Das ist also im Prinzip ein soziales Projekt für die gesamte Gesellschaft. Die Resozialisierung von Gefangenen, die geht uns alle an, betrifft uns alle und wenn mit einem Gefangenen in der Zeit, in der er im Gefängnis ist, was Sinnvolles gemacht wurde, was ihn vielleicht auch positiv beeinflusst hat, dann ist das ganz konkrete Verhinderung von weiteren Straftaten und auch ein Schutz der Bevölkerung.
Wie gesagt, die Arbeit gehört ganz wichtig dazu und ist ganz wichtig dafür und vor allen Dingen Sie als Unternehmen können dazu beitragen. Die Amerikaner haben dafür auch den Begriff erfunden, wie oft haben sie das ganz toll genannt, Corporate Social Responsibility heißt das. Das ist also die Verantwortung, die Unternehmen in der Gesellschaft wahrnehmen, die über das betriebswirtschaftliche, marktwirtschaftliche Engagement hinausgehen, dass also die Unternehmen auch die Gesellschaft tragen, dass die Unternehmen zur Gesellschaft beitragen und die Welt, sage ich dann immer, etwas besser machen. Es gibt sogar eine ISO-Norm, habe ich gefunden, dafür, für gesellschaftlich verantwortliches Handeln von Unternehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sein Unternehmen damit zertifizieren kann, aber es gibt zumindest eine ISO-Norm. Wie gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Die kriegen auch alle ihre zweite Chance, die Gefangenen im Gefängnis. Deswegen sage ich immer, fühle ich mich besser, wenn ich zumindest davon ausgehen kann, dass mit denen was Sinnvolles gemacht wurde in der Zeit, wenn sie wieder, bevor sie wieder unsere Nachbarn werden. Sie haben die Aspekte gesehen, also Unternehmerbetriebe, kann man sich engagieren oder mit Aufträgen an unsere Eigenbetriebe oder sich eventuell Fachkräftepotenzial erschließen durch diesen Ausbildungsbereich, den Herr Eichler vorgestellt hat, den man bis jetzt noch nicht genutzt hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber unterhalten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Böckner, jetzt habe ich mich gefragt, ob ich was sagen will und zum Schluss hat er, jetzt muss ich erst was sagen. Bitte. Ich muss, was ich schmählicherweise unterlassen habe, ich muss die beiden wichtigsten Personen eigentlich aus der JVA Dresden hier nochmal vorstellen. Die sind viel wichtiger jetzt, jedenfalls für den heutigen Termin, als ich. Hinten an der Tür steht schon die ganze Zeit so zuvorkommend Herr Herbe. Herr Herbe ist der Leiter der Arbeitsverwaltung hier. Er ist also der Verantwortliche für alles, was Arbeitsbetriebe angeht. Und neben ihm sitzt so bescheiden der Herr Wolf. Der Herr Wolf ist der Leiter der Arbeitsbetriebe, das heißt, er ist der Chef von allen, wie viel sind es, 54 Bediensteten, die in den Arbeitsbetrieben tätig sind. Das sind die beiden Bediensteten, die uns auch gleich rüber begleiten werden. Und wie gesagt, das sind also die beiden wichtigsten Personen hier, die also mit großer Sorgfalt und großer Akribie und großem Planungsgeschick auch die heutige Veranstaltung vorbereitet haben. Und deshalb verdienen sie also auch nochmal eine besondere Erwähnung. Das ist natürlich von einem Einzelunternehmer bis hin zu Industriefirmen mit vielen, vielen Beschäftigten. Und wenn ich ganz Sachsen nehme, reden wir ungefähr um 2000 Unternehmer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, Sie haben es angesprochen, auf Dauer vielleicht doch eine Zusammenarbeit hinbekommen zwischen dem Verband, dem BVMW und der Justiz, um wirklich da ein Stück weit auch Verantwortung mit zu übernehmen, auch von Unternehmerseiten. Also von unserer Seite werden wir sicherlich eines dazu, ich denke, das spreche auch im Namen meiner Kollegen, dazu tun, das zu promoten, wie man so schön sagt. Wir werden das nicht nur, und meine Bitte an die Damen und Herren der Presse, darüber weitertragen, sondern wir wollen es auch tragen in unseren eigenen Medien. Und ein Fotograf, der eigentlich hier sein sollte, ist nicht hier. Und deshalb meine Bitte, wenn einer von den Herren der Presse Fotos macht, dass er mir die Visitenkarte gibt und mir nachher noch die Fotos überlässt. Weil der, der es eigentlich tun sollte, ist nicht da. So, dann können wir jetzt loslaufen, oder? Ja, würde ich doch sagen. Dann gehen wir Sie haben noch Fotos, dann laufen wir los.